Herzlich willkommen bei der 21 Bauteschau. Man könnte sich fragen, ja, ist denn heute schon Samstag? Neu, es ist Mittwoch, der 18. November und K20 wird betoniert. Ja, also K20 tanzt aus der Reihe. Das macht aber nichts. Hauptsache, das Ding wird fertig. Bevor wir jetzt alle Fenster hier abklappern und dann vom Steg aus filmen, auch noch ein Blick auf BA23. Dort wird noch fleißig die Fahrbahn abgebaut und das werden wir später sehen, was der hier kurz vorm Planetarium macht. Das ist auch ein Highlight heute. Beim Vorbeilaufen ein Blick auf K11. Die Armierung ist hier in vollem Gange. Das kann man ja wunderbar über die Webcam beobachten. Ich schätze mal, K18 lässt uns hier keinen Blick zu, außer dass wir die zwei Pumpen sehen. Also, weiter geht's. Hier wird schon besser. Und man kann die oberste Schicht sehen, hier ist alles schon grau. Das ist der falsche, wir sind auf K18, weiter rüber, hier ist K20. Also, geschwind aus dem Homeoffice in der Mittagspause zum Bahnhof. Weil überraschenderweise eben nicht am Samstag betoniert wird. Und bis man ankommt, sind die Jungs schon fertig. Ich korrigiere mich mal, falls es eine Dame ist, also die Herren und Damen von der grauen Pampe. Mischerwechsel.
Wir laufen noch ein bisschen an der Bahnhofsmission vorbei und schauen noch mal von der anderen Seite. Ist vielleicht vom Winkel her besser. Erstens mal wegen der Sonne. Zweitens mal, weil nur noch diese Stelle betoniert werden muss. Die Richtung Süden. Und außerdem wollte ich zeigen, was der Fleißige hier kurz vor dem Planetarium macht. Nämlich die Stahlträger für die Brücke über die Baulogistikstraße sind drin, damit der Weg, Rad- und Fußweg, verlegt werden kann. Ja, bezüglich der Sonne ist der Winkel schlechter geworden. Hier fliegt der Rhein, der Flügel, der da.
Ja, also Leute, viel ist es nicht mehr. Dann ist die Kelchblüte von K20 betoniert. Das ist die 12. Kelchspitze. K18 rechts daneben wurde am 5. September, nee, das war Ende Juli, 27. Juni. Und K5 war am 5. September. Also, das war hier. Ja, und K11, wir haben es vorhin gesehen, die Armierungsphase ist weit fortgeschritten, K11 wird die nächste sein. Das nehme ich aber an, wird sich in den Januar hineinziehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute, das war's mit K20. In einigen Wochen kommt dann die Hutze drauf, dann ist das fertig gebaut und wir schauen ein bisschen nach links. Das sieht doch aus, als wird die Schwindgasse zwischen K9 und R6 betoniert. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.